Du machst es ja vermutlich gleich wie ich, wenn es um dein Passwort geht. Du hast ein Passwort, das brauchst du für dein E-Mail, für deinen Instagram-Account, vielleicht noch einen Webshop. Ja, für alle das Gleiche. Ja, ich weiss, das ist auch nicht gut, aber es ist echt einfach. Damit du merken kannst, hat es etwas mit dir persönlich zu tun. Es ist persönlich. Deswegen machst du es sicher. Und damit es nicht ganz so einfach ist, hast du noch irgendeine Zahl hinten dran gehängt. Ja, es ist jetzt nicht nur Buchstaben, aber es ist jetzt dann nicht so voll durchmischt. Du hast vielleicht Glück und bist noch nie gehackt worden. Um dir aber zu zeigen, wie einfach das wäre, hat Bytes & Pieces Redaktion mal probiert, in meinen Instagram-Account reinzukommen und hat es innerhalb von kürzester Zeit geschafft. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bytes & Pieces zum Thema Passwortsicherheit. Es ist besonders einfach, an deine E-Mail-Adressen und dein Passwort heranzukommen, wenn es bei einer von deinen Online-Plattformen, wo du registriert bist, schon mal geklaut worden ist. Darum wollte ich auch mal rasch schauen, ob meine E-Mail-Adresse in einem von diesen Leaks vorkommt. Es gibt verschiedene Plattformen, wo du so einen Check machen kannst. Die grösste ist haveibeenpawned.com. Dort gibst du einfach deine E-Mail-Adresse ein oder dein Passwort und es sagt dir dann, ob und in wie vielen Datenleaks dass deine E-Mail-Adresse vorkommt. Bei mir sind es 3. Ich habe dann die Informationen Timo von der Bytes & Pieces Redaktion gegeben und gesagt, er soll probieren, meinen Instagram-Account zu hacken. Das Einzige, was Lena mir gesagt hat, ist, dass ihre E-Mail-Adresse in einer dieser grossen Leaks auftaucht und dass sie überall das gleiche Passwort verwendet. Ich bin ein bisschen googeln und habe nicht lange suchen und schon etwas gefunden. Ich musste also nicht einmal ins Darknet. Auf einem düsteren Forum habe ich die sogenannte Anti-Public-Combo-Liste entdeckt. Gratis und Franco. Das Leak war schon sehr simpel aufgebaut und gut durchsuchbar. Aber bei 460 Millionen E-Mail-Adressen war es halt schon die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Sagen wir es so, mit Ctrl-F kommst du nicht wirklich weit. Darum habe ich einen speziellen Programmiersprache zum Suchen verwendet. Sieht kompliziert aus, ist es auch. Zum Beispiel habe ich zuerst nach allen Schweizer E-Mail-Adressen gesucht, wo Lena vor dem Ad drin vorkommt. So bin ich auf über 1300 E-Mail-Adressen gestossen. Also alle Lenas, die das jetzt schauen, sollten vielleicht ihr Passwort ändern. Natürlich bin ich zu faul gewesen, all die Lenas zu suchen. Darum habe ich noch einen verreckteren Suchausdruck probiert und bin bei 44 E-Mail-Adressen gelandet. Die habe ich durchgeschaut und die meisten haben nicht stimmen, weil der Nachname irgendwie nicht der von Lena war. Außer eine. Mit der bin ich auf Instagram, inklusive Passwort, habe das eingegeben und bam, bin ich drin. Zeitaufwand etwa 3 Stunden. Sorry, Lena. Das erstaunt nicht, weil die Datenleaks sind schon sehr gross. Also das heisst, es gibt eine Webseite, wo man abfragen kann, ob das eigene Mailkonto schon mal gehackt worden ist. Und ich glaube, die haben jetzt etwa 6,5 Milliarden Datensätze dort drin. Und das ist natürlich eine sehr grosse Chance, dass dort die eigene Mailadresse auch schon mal auftaucht dort drin. Was können Cyberkriminelle denn mit meinen Daten überhaupt anfangen? Ich bin ja eigentlich einfach ein kleiner Fisch im Teich. Gut, also wenn es nur an einem Ort verwendet wird, das Passwort, dann ist es wirklich für die Daten, die dann schon rausgekommen sind. Wenn aber das Passwort, und das ist sehr häufig bei fast allen Diensten, die man verwendet, das gleiche verwendet wird, dann ist es natürlich ein Problem, dass die Angreifer versuchen, zu weiteren bekannten Accounts dann mit dem gleichen Passwort und der gleichen Mailadresse sich Zugriff zu verschaffen. Bei so einem Angriff ist es unwahrscheinlich, dass genau du die Auserwählte bist, die von einem Hacker angegriffen wird. Außer es hat jemand auf dich abgesehen, so wie der Timo auf mich. Meistens werden aber gerade mehrere Accounts miteinander angegriffen und du könntest halt einer darunter sein. Ich bin bis jetzt noch nie gehackt worden und von dem her denke ich, bin ich auf der sicheren Seite. Ja. Das Problem sind also die Datenleaks und das Beunruhigende ist, die werden immer wie grösser und es wird immer einfacher, sich so einen Datenleak zu beschaffen. Du musst also nicht mal ein krasser Hacker sein, um an all das Material heranzukommen. Darum hat sich der Timo auch mal so ein Päckchen beschafft, um zu schauen, wer dort so drin ist. Und zwar nicht irgendeins, sondern Collection One, eine der grössten mit über 700 Millionen Adressen. Die Collection One findet man in x Foren im Internet, wo die Daten gratis zum Download angeboten werden. Aber nach dem Abladen ist man zuerst mal der Laden runter. Die Collection One ist nämlich über 80 GB gross und besteht aus Tausenden von Files mit x verschiedenen Formaten. Damit ich die Daten überhaupt durchsuchen konnte, musste ich sie zuerst über mehrere Tage in einem automatischen Prozess aufbereiten und ordnen. Zum Beispiel nach allen Domains mit einer CH-Endung. Da finden sich über 600'000 verschiedene E-Mail-Adressen im Leak.
Und das sind vermutlich nicht einmal alle Schweizer, die betroffen sind, weil es verwenden ja nicht alle eine Schweizer E-Mail-Adresse. Richtig interessiert haben mich aber vor allem Adressen von Leuten, die für sicherheitsrelevante Stellen arbeiten. Also zum Beispiel für den Bund, für die Kantone oder für kritische Infrastrukturen wie AKWs oder die Flugsicherungs-Guide. Und tatsächlich habe ich auch hier über 3.500 verschiedene E-Mail-Adressen gefunden. Zum Beispiel über 600 vom Bund mit admin.ch oder über 100 von SkyGuide. Wenn in so einem Datenleak hunderte E-Mail-Adressen und Passwörter von Bundesangestellten sind, dann heisst das nicht unbedingt, dass der Bund selber gehackt worden ist. Viele Länder haben die Angestellten ihre Geschäftsadressen auch für die Registrierung auf anderen Plattformen gebraucht und dort sind sie geklaut worden. Das bestätigt auch der Leiter von der Melde- und Analysestelle Informationssicherheit vom Bund. Wir haben Kenntnis von den admin.ch-Adressen. Ich denke, problematisch ist es dann, wenn man die Geschäftsadressen nehmen, hinterlegt, wo man erpresst werden könnte. Ashley Madison beispielsweise, ein pornografisches Portal. Aber wir haben innerhalb der Bundesverwaltung sogenannte Zwei-Faktor-Authentisierung. Also nur mit einer User-ID und einem Passwort kommen die nicht rein. Bei 35'000 Bundesmitarbeitern hat es durchaus eine Sättigung, die das gleiche Passwort für mehrere Zugänge benutzt. Und das ist etwas, wo wir generell sagen, das gleiche Passwort für mehrere Dienste ist absolut falsch und sollte man vermeiden. Mir stellt sich jetzt noch die Frage, was ist ein sicheres Passwort? Das einzig sichere Passwort ist das, das dich nicht daran erinnern kannst. Seien wir doch ehrlich, du kannst dir eh nicht mehr als 5 verschiedene Passwörter merken. Aber eigentlich solltest du für jeden Account ein eigenes brauchen. Die Lösung für das Problem ist ein sogenannter Passwortmanager. Das ist eine Software, die dir lange, komplett zufällige Passwörter generiert. Die Software installierst du auf all deinen Geräten und jedes Mal, wenn du neu einloggen musst, fügt sie dir das richtige Passwort ein. Und wenn dann eine von diesen Websites irgendwann gehackt wird, können die Angreifer nicht viel mit deinem Passwort anfangen. Auf einen Passwortmanager selber kannst du dich verlassen. Du musst dir einfach noch ein Passwort ausdenken. Sozusagen der Masterschlüssel zum Passwortmanager. Und das Passwort sollte jetzt vor allem wirklich lang sein. Die Chance, dass es dann jemand herausfindet, ist sehr klein. Und deine Passwörter sind safe. Also Fazit, es ist mega einfach, ein persönliches Passwort von dir zu knacken, gerade wenn es schon mal in einem Datenleak vorkommt. Für Hacker wird es immer einfacher, an so Datenleaks anzukommen und du kannst das nicht einfach so stoppen. Was du aber kannst machen, ist deine Profile maximal schützen. So machst du dich nicht nur uninteressanter, sondern auch weniger angreifbar.